Dakar, Brasilien und zurück. Im Senegal haben sie nur einen kurzen Aufenthalt. 12 Stunden nach Landung in Dakar sind Raphael Sauer und Robert Schröder wieder auf dem Weg zum Flughafen. In weniger als 2 Stunden werden sie mit der MD-11 in Richtung Brasilien abheben. Auf dem Vorfeld betanken Mitarbeiter des Flughafens die Maschine. Mit Hochdruck pumpt der Tankwagen Kerosin in die Treibstofftanks. Maximal schafft er 3400 Liter pro Minute. Die Tanks befinden sich in den Tragflächen. Nach nur 25 Minuten ist der Flieger mit 64 Tonnen Sprit startbereit. Lufthansa-Stationsleiter in Dakar ist Roland Rost. Er überwacht alle Arbeiten am Boden und sorgt dafür, dass die Flieger so pünktlich wie möglich rausgehen. Ja, ich bin der Stationsleiter, verantwortlich für die Abfertigung aller Flugzeuge, die hier durchkommen. Die Frachtabfertigung, die Flugzeugbeladung, Entladung, eigentlich alles, was mit einem Flugzeug zu tun hat. Der erste Offizier, Raphael Sauer, wird den Flug nach Brasilien durchführen. Er ist heute der sogenannte Pilot Flying. Kapitän Schröder wird den kompletten Funkverkehr regeln. Nach einem kurzen Aufenthalt in Dakar hat die Crew jetzt hier einen neuen Flieger übernommen. Und jetzt ist die nächste Station Viracopos in Brasilien. Die Flugzeit wird ca. 6 Stunden betragen. Alles scheint nach Plan zu laufen. Doch beim Sichtcheck gibt es die erste Beanstandung. Ja, ich lasse den Techniker mal auf diese Stelle am Reifen gucken. Ich glaube nicht, dass es beanstandenswert ist, aber ich lasse ihn einfach mal drauf gucken. Ist okay. Ja, also das war so, wie ich mir gedacht habe, das darf bis auf einen bestimmten Teil der Leinwand darf das verschlissen sein. Das ist zwar, wenn man das am Auto hätte, würde man damit nicht mehr fahren. Der abgefahrene Reifen. Ein Vorbote für größere Probleme? Der Tower erteilt den Piloten die Genehmigung, die Triebwerke zu starten. Lufthansa Cargo 8264, startup approved and runway 36, wind is copied QNH 1004, call you for taxi. Wir werden jetzt hier gleich zur Startbahn 36 rollen, das geht dann nach Norden, auf der Karte kann man es ganz gut sehen. Wir werden dann hier nach Norden starten, Linkskurve über Wasser und dann eine Luftstraße Richtung Brasilien nehmen. Engine number 3. Jetzt soll es losgehen. Kapitän Schröder startet die Triebwerke. Doch, das linke Triebwerk will nicht anspringen. Auch nicht nach einem weiteren Versuch. Auch für diesen Fall gibt es eine Checklist. Engine 1, abnormal start. Fuel switch number 1 off. Is off. Starter disengaged or engaged? Still engaged. Motor engine for 30 seconds. Die halten wir mal beobachtet. Ja. Type of abnormal start. Hot start or hung start, wet start? Wet start. Wet start. Ignition A or B? Ignition A. Do not attempt another start. Ja. End of abnormal procedure. Der Lightning Bolt war da. Also ich glaube nicht, dass er mit Gleiter liegt. Ja. Ground. Wir haben versucht, das 1er Triebwerk anzulassen. Und das hat nicht gezündet. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist wie beim Auto.
wenn das Auto abgesoffen ist, das riecht man ja auch, es riecht ja auch jetzt nach Sprit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, woran es liegen könnte. Eine Möglichkeit ist, dass die Zündung nicht funktioniert. Ob die Zündung funktioniert oder nicht, das sieht man aber hier in diesem Instrument an so einem kleinen Symbol, an so einem Blitz. Der war da. Das heißt, die Zündung funktioniert. Die andere Möglichkeit ist die, dass an der sogenannten Fuel Control Unit, also an der Einheit, die jetzt regelt, wie das Kerosin ins Triebwerk eingespritzt wird, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Jetzt muss der Kapitän den Techniker an Bord rufen. Ja, also der Techniker wird jetzt gleich kommen und wird mit den Schaltern die Stromversorgung, die normalerweise das Zündsystem, was wir anfangs benutzt haben, versorgt, auf das andere Zündsystem umschalten. Und wenn das gewährleistet ist, dann dürfen wir so fliegen. Nach wenigen Minuten hat der Techniker die Stromkreise im Cockpit umgeleitet. Eingriffe dieser Art muss der Kapitän in sein technisches Logbuch eintragen. Mittlerweile ist eine weitere Lufthansa Cargo MD-11 in Dakar gelandet. Diese Maschine kommt aus Brasilien und geht weiter nach Frankfurt. 7 MD-11 der Kranich Airline landen hier jede Woche. Wegen der günstigen Lage im Westen Afrikas ist Dakar Hauptauftankstation der Lufthansa Cargo für Flüge nach Südamerika. Wieder startet Kapitän Schröder die Triebwerke. Diesmal klappt's. Erleichterung bei den Piloten. Auch das linke Triebwerk springt an. Nun kann die MD-11 zur Bahn rollen. Gerade für Frachtflieger ist der Start eine kritische Phase. Die Jets sind oft nah an der Maximalzuladung. Die 90 Tonnen Fracht, die heute geladen sind, entsprechen dem Gewicht von etwa 900 Fluggästen. Es ist generell schon eine kritische Phase, das heißt, man muss eben sehr konzentriert sein, die Vorbereitungen müssen alle hundertprozentig sein. Der Start an sich ist natürlich immer da, wo einige Unfälle passieren, das heißt, das würde man deswegen als kritisch betrachten, aber wenn der Start gut vorbereitet ist und man das konzentriert macht, ist es eigentlich ein ganz normaler Teil des Fluges. Der Start ist geglückt. Die Piloten freuen sich auf ihre nächste Destination, Brasilien. Ein Großteil der Strecke legt der Flieger über Wasser zurück. Für die Piloten bringt das ganz eigene Herausforderungen. Das ist eine Besonderheit dieser Strecke, die wir jetzt fliegen. Das heißt, als Notlandeplätze kommen ja nur in Frage Dakar, wo wir jetzt gerade herkommen. Und vor uns, das nächste wäre Recife in Nordbrasilien. Jede Richtung ungefähr anderthalb Stunden. Das heißt, das ist eine Besonderheit dieser Südamerika-Fliegerei. Piloten lieben die MDL vor allem wegen der großen Fenster im Cockpit und der großzügigen Raumaufteilung. Im Cockpit modernste Technik. Die vielen analogen Instrumente, von den Piloten liebevoll Uhrenladen genannt, sind mittlerweile durch Flachbildschirme ersetzt worden. Diese kündigen plötzlich ein Unwetter an. Die Bilder auf dem Radarschirm treiben dem Piloten Sorgenfalten auf die Stirn. Ja, wir nähern uns jetzt einer Gewitterzone, diese innertropische Konvergenzzone, und machen uns schon seit ein paar Minuten Gedanken, was wir jetzt damit machen, ob wir da durchfliegen oder ob wir es weiträumig umgehen. Und die Überlegung ist immer, solche Gewitterzellen, die wir da vorne sehen, da würde man auf keinen Fall direkt durchfliegen, weil die Zellen an sich eben so extrem starke Auf- und Abbewegungen erzeugen oder Hagelschlag oder Windscherung, dass das schon recht kritisch werden könnte. Also wir erkennen das auf unserem Radarbild
je nachdem, wie intensiv diese Zellen sind, haben wir grüne, gelbe oder rote Farben. Und durch rote Echos würden wir auf keinen Fall durchfliegen. Würde keiner machen. Im schlimmsten Fall könnten Windscherungen die Maschine zerreißen. Die Piloten entschließen sich deshalb, die Gewitterfelder zu umfliegen. Das aber müssen sie genau mit den Fluglotsen koordinieren. Wir würden jetzt auch mit der Flugverkehrskontrollstelle dieses Ausweichmanöver koordinieren. Wir sagen jetzt Bescheid, was wir gerne haben möchten. Wir haben uns jetzt entschieden, 20 Meilen links zu fliegen, um dann diese Gewitterzelle zu umgehen und dann bestens da durchzukommen. Lufthansa Cargo 8264 for the next 100 miles. We have to by left of track up to 20 miles due to build-ups ahead. Kapitän Schröder meldet das geplante Ausweichmanöver an und sein Co-Pilot steuert die Maschine an den Gewittern vorbei. Die Wurzeln der Fliegerei sind beim Kapitän sehr tief verankert. Mit Segelfliegen fing es an, ein kurzer Umweg über ein Medizinstudium. Und heute sind es die großen Frachtmaschinen, die ihn faszinieren. Das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich Pilot werden wollte. Also keine Ahnung, was wirklich zuerst da war. Es war so ein Jugendtraum. Als man mich damals gefragt hat, was willst du werden, habe ich gesagt, ich will was machen mit Kopf, Herz und Händen. Und es gibt wenige Berufe, wo man was mit Kopf, Herz und Händen macht. Die Medizin ist sicherlich auch, gibt es auch so das eine oder andere, wo man alles einsetzen kann, aber in der Fliegerei auf jeden Fall. Und das ist das Besondere an dem Beruf. Und es ist ein Beruf, der einen auslastet, der einem immer wieder was Neues bietet. Nicht zuletzt eben eine Perspektive, die sonst fast niemand auf der Welt so oft hat, wie wir die haben dürfen. Das ist ein großes Geschenk. Brasilien ist erreicht. Nach ein paar Stunden verschlechtert sich das Wetter jedoch. Der Anflug auf Viracopos wird unerwartet zur Schwierigkeit. Dichte Wolken und Regen meldet der Flughafen. Diese Landung verlangt höchste Konzentration vom ersten Offizier Raphael Sauer. Jetzt wird es wieder ein bisschen so, dass wir uns konzentrieren müssen und wir kommen relativ nah zum Boden. Ja, der Wind scheint zu passen. Ja. Approaching minimum. 300. In Brasilien herrscht Sauwetter. Leichter Regen bei etwas mehr als 10 Grad. Die Piloten parken ihren Flieger auf dem Vorfeld. Nach einem Abschlussbriefing ist für Sie erst einmal Feierabend. Sehen Sie gleich Brasilien, Warenumschlag im Akkord und kostbare Fracht, wie die Lufthansa Cargo Pferde von Brasilien nach Deutschland transportiert. Im dritten Teil von ganz nah NTV-Reporter unterwegs.